In der Reihe der Emulationen Linie interviewe ich heute den Milo Tesseler, weil er zufällig in die Menagerie zu Besuch gekommen ist. Hallo Milo, du bist ganz zufällig da hereingeschneit. Hallo Maria, ja, ich bin ganz zufällig hier hereingeschneit. Deswegen ergreife ich die Möglichkeit beim Schopf und schnapp dich mir für ein Interview. Ja, geht schon. Milo, wo bist du eigentlich zu Hause? Ich bin in Wien zu Hause, also emotional und amtlich. Aber ja, das Wien, Graz ist meine Heimatstadt, aber Wien ist mein Lebensmittelpunkt. Seit wann? Und da fühle ich mich zu Hause. Gefühlsmäßig nicht seit 6 Jahren, aber offiziell seit 6 Jahren. Seit fast 6 Jahre nach Meldeamt. Genau. Und du, ich bezeichne dich oft gerne als Hans Dampf in allen Gassen. Glaubst du, trifft das auf dich zu? Ja, ich glaube, das trifft auf mich zu. Also Hans Dampf in allen Gassen oder dass ich auf vielen Hochzeiten tanze, das trifft auf mich zu. Es trifft auch auf dich zu, dass du nämlich tanzt. Ja, genau. Also tatsächlich könnte es auch wortwörtlich sein, dass ich auf mehreren Hochzeiten zumindest gleich zeitversetzt tanze. Aber ich tanze sehr viel und gern. Und zwar ich tanze Lindy Hop und ein paar verwandte Tänze, die alle unter der Klammer des Swing-Tanzens laufen. Und da mache ich selbst Veranstaltungen einmal pro Woche mit einem Kreis von drei Freunden. In Wien. Ein Veranstaltungslabel, ja. Zurzeit noch in Wien, aber wir haben natürlich Ambitionen und arbeiten mit Bands und DJs und versuchen eine schöne Atmosphäre in unseren Veranstaltungen zu kreieren. Und wir heißen Palpatatin Kosmetik. Wow. Ja, das ist ein komplexer Name. Was heißt der? Naja, Kosmetik heißt Kosmetik. Palpatatin ist das Herzrasen. Also das kann eine Krankheit sein oder es ist dieses Herzrasen vielleicht. Mhm. Lustig. Herzrasende Kosmetik. Nochmal zurück zu deiner Arbeit und deinem Arbeitsalltag, worüber ich eigentlich noch gar nichts gefragt habe. Ich würde gerne wissen, was du so tust und beruflich und wovon du eigentlich lebst, wenn du darüber erzählen willst. Also ich habe mich während der Schule, war ich mir schon klar, dass ich meine Projekte und Ideen umsetzen will und nicht studieren. Für mich persönlich war das keine Aussicht, dass das Studium sich für mich eine Erfüllung darstellt. Deswegen war ich auch ein Jahr nach der Matura gleich ein sozusagen ein neuer Selbstständiger, so heißt es. Womit? Und ich war sozusagen freischaffend. Womit kann man in dem Fall nicht sagen, weil als neuer Selbstständiger bist du ja in keinem Gewerbe und auch gar nichts. Aber ich war so Semi-Künstler und habe auch Kunst- und Kulturprojekte entwickelt und auch umgesetzt. Und zum Beispiel? Ja, ich mag nicht so viel über die Vergangenheit reden, aber ja. Ein Projekt, wegen dem ich auch gerade in Graz bin, das habe ich 2003 gestartet. Das längste Projekt, das ich überhaupt bisher gemacht habe. Das läuft immer noch. Das läuft immer noch. Das ist das Smallest Gallery, das ist neben dem Tribeca in Graz. Und, da gibt es mittlerweile ein Team von 3 Leuten und das floriert sozusagen eigentlich. Es läuft wirklich gut. Und da haben wir 6 Ausstellungsproduktionen, wo wir Künstler beauftragen, pro Jahr. Für den Ort zu machen. So ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum. Weil ich eben ein Hans Dampf in vielen Gassen oder in allen Gassen bin, wäre mir die Kunst- und Kulturbranche auch zu wenig. Und deswegen bin ich noch in die Medienbranche gegangen und habe mein Magazin gegründet. Mhm. Und Das Biorama. Und aber da ich seit über 10 Jahren freischaffend bin, habe ich relativ viel Erfahrung und ich habe auch immer Leute beraten, sowohl Politiker als auch in der Administration, als auch Freunde. Und jetzt habe ich mit einer Freundin eine Unternehmensberatung gegründet. Und
das ist meine erste tatsächliche Firma. Und das ist ein Teil meiner Einnahmequelle. Am Ende schaut es noch immer so aus, dass die Summe aller unterschiedlichen Einnahmen mein Jahressaldo ergibt. Da kann es auch sein, dass gewisse Projekte, Kundenprojekte oder die Unternehmensberatung, bedeutet, dass sehr wenig Zeit sehr viel Geld wert ist und umgekehrt in einem Kunstprojekt oder alle meine Aktivitäten, die ich für mein Swing-Label, für unsere Veranstaltungen verwende, kann sein, dass sehr viel Zeit gar nicht bis wenig Geld wert ist. Heißt nicht, dass es nichts wert ist, aber halt geldmäßig ist es wenig wert. Mhm. Und deswegen ist einfach wichtig, was unterm Strich am Jahr rausschaut. Und da muss man schauen, dass man, dass da genug bis ausreichend bis viel unten steht unter dem Strich. Ich habe noch eine spezielle Frage. Bist du ein glücklicher Mensch? Ja, ich bin, mir ist es passiert, dass ich im September, Oktober gesagt habe, ich habe gerade Spaß im Leben. Mhm. Das ist was, was ich die letzten 2,5 Jahre nicht gesagt habe oder nicht sagen habe können. Und ich habe auch nicht gewusst, dass ich es jetzt sagen kann. Aber also so Herbst 2011 ist eine gute Zeit für mich. Weil ich hatte auch, also ich hatte gerade 2 sehr schwere Jahre, die sich auch durch die Arbeit resultiert haben. Und es ist aber sehr erfreulich, dass ich jetzt sozusagen wieder so halbwegs im Flow bin. Weil den Flow brauche ich in der Art, wie ich bin. Halt, ich bin ein Einzelunternehmen und dann habe ich aber auch eine Firma mit einer Partnerin und ein Label mit 3 Freunden. Und es ist immer, ich habe so verschiedene Inseln, in denen ich mich beschäftige. Und was wichtig ist, ist, dass ich im Flow bin, weil wenn nicht, dann dann bin ich irgendwie zwischen den Inseln, aber nicht sozusagen im Ding drin. Jemand hat mal gesagt, ein Paradies ist Fahrt. Milo, es war super, dass du da vorbeigekommen bist. Danke auch. Danke. Ich habe immer das Thema Faulheit am Schluss drinnen. Aha, und das ist ein gutes Thema, ich bin ein fauler Mensch. Erzähl. Na, frag die Frage. Es gibt keine Frage. Also, ich möchte einfach wissen, wie Faulheit in deinem Leben Platz hat. Der Begriff und das Faulsein. Ich glaube, ich bin ein gemütlicher Mensch. Also, ich bin ein gemütlicher Mensch und ich weiß, ich bin auch so, das wäre ein Bon Vivant, aber das sagt man bei uns nicht. Aber du bist auch ein sehr aktiver Mensch, gell? Ja, im selben Moment. Also, und deswegen, also ich kann ja schwer Ruhe geben eigentlich. Aber ich kann sehr gut im Café aussitzen und nichts tun und den Leuten zuschauen. Oder ich habe jetzt auch gehört, Medien zu konsumieren im klassischen Sinn, also so News und so gar nicht. Und jetzt habe ich Zeit für ein Buch zu lesen oder dann sitze ich im Café aus und schaue nur rum. Und das, ich glaube, das ist nicht faul, aber man kann es natürlich auch als faul bezeichnen. Aber ich bin halt auch ein Mensch, der alles, was er tut, basiert auf Kontemplation. Was ist Kontemplation? Ja, das so in sich gehen und das sich mit allem verbinden und dann sozusagen reflektieren auf alles. Und was, also ich kann sagen, ich sitze dann da im Kaffeehaus und mir kommen Dinge in den Sinn. So.